So. Okay, runterfallen kann ich hier nicht. Ich wollte nur gucken, ob es eventuell irgendwas zu holen gäbe. Tut es aber nicht. Und immer weiter. Oh, okay, hier muss ich gar nicht springen. Okay, okay. Ja, ich klinge irgendwie gar nicht. Ich wusste doch, dass da bestimmt was ist. Ich klinge doch gar nicht verpeilt oder so. Ich doch nicht, wa? Wie käme ich denn dazu? Oh, nein, 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 nein. Hier, komm. Hier. Hallo, hier. Auch im Ernst jetzt. Oh, das ist doch leicht ärgerlich. Aber ja, runterfallen tue ich ja sowieso oft und gerne bei allen Spielen. Dann mal hier ab nach oben. Da gibt es auf jeden Fall Truhen. Wunderprächtigerweise. Ach, sag bloß, da komme ich jetzt auch wieder noch nicht weiter. Durchaus sein. Doch, komme ich. Gut, gut. Dann ist ja alles in Ordnung, aber hier komme ich nicht weiter. Ja, ja, toll. Ich komme mich zwar durch, aber in die Truhe, da komme ich trotzdem nicht. Aber immerhin an die. Also noch nicht, da komme ich dann später ran. Da kriege ich dann irgendwo ab und zu ein paar coole Fähigkeiten. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wüsste ich eigentlich auch mal gerne. Aber erstmal habe ich hier neues Zeugs gekriegt. Welche geile Rüstung. Oh, Gesundheitsregeneration geht hoch. Kraft geht auch hoch. Ach komm, weißt du. Machen wir das mal ohne die Erfahrung halt. Das allerdings nicht, das mit dem gefundenen Geld ist nämlich auch ziemlich geil. Hier, jetzt klicke ich endlich mal drauf, damit es aufhört zu blinken, quasi. Also wäre ich wahrscheinlich auch einfach von der anderen Seite hier auch hingekommen, oder so. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, normalerweise wäre ich ja von da gekommen. Da? Vielleicht? Vielleicht, gucken wir auf jeden Fall mal nochmal kurz nach. Schaden tut es ja bestimmt nicht. Kostet nur ein bisschen Zeit, aber ansonsten, ja genau. Das war's dann auch schon. Was ist, was man hier erstmal so alles kriegen kann. Nein, hallo, nicht festhalten, runterspringen. Warum lasse ich denn los? Ja, damit er sich wieder festhält. Genau. Oh, ja, da komme ich noch nicht hin, da brauche ich einen Schlüssel für. Da komme ich dann wahrscheinlich zurück. Kriege ich hier einen Schlüssel? Nein, hier komme ich auch nicht weiter. Dann gehe ich doch schon mal hier lang. So. Dann werde ich hier gleich einen Schlüssel kriegen. Ach ja, stimmt, hier geht es auch weiter, meine Güte. Ich sehe die Tür auf der Karte, also nicht nur, ich habe ja auch nicht nur die Schlüsseltür gesehen, aber trotzdem, ach man. Aber jetzt gibt es hier erstmal Fettkämpfe. Ein Skelettkrieger sogar, uiuiui, meine Güte. Ach, jetzt habe ich ja nicht mehr die Sensen, die mir Leben wiedergeben. Da bin ich etwas mehr auf meine Krähen angewiesen. Und nicht jetzt übermäßig, aber ein bisschen schon, ne? Oder halt auf die Tränke, aber ich kann jederzeit dann wieder die... Uiuiui, ich bin aber ein bisschen mehr auf meine Krähen angewiesen. Hier, komm, jetzt lass mich durch hier. Ich sehe nichts. Ich sehe nämlich nichts. So, dann gucken wir mal, dass wir hier... Na, wow! Immer schön ausweichen, wollte ich sagen, aber... Jetzt nicht so gerade. So, war's das? Wer will Stress? Oh, da wollen noch mehr Stress. Die wollen Stress. Der Skelettkrieger, da hätte gerne noch eine Packung. Der andere dann wahrscheinlich auch noch. Aber zu dem kommen wir dann gleich. Lieber erstmal mir einkümmern. Nicht beide auf einmal, weil sonst... Sonst kriege ich nur was ab hier. Ja, hier nichts unmöglich. Komm, nehmen wir mit. Läuft. Ja, da kommen wir dann zurück. Hier, kaputt hauen. Was auch immer so. Da oben kann ich hier... Ist da vielleicht nochmal... Sieht mir zu verdächtig aus, als ob da... Als das da nichts wäre. Aber da scheint nichts zu sein. Hätte sein können, dass da irgendwie noch ein Stein drauf ist oder sowas. War aber nicht. So. Kriege ich hier einen Schlüssel? Ich glaube, hier kriege ich einen Schlüssel, ja. Irgendwo muss ich auch einen Schlüssel, ja, kriegen. Die nehmen wir erstmal mit. Und packen erstmal da auf jeden Fall dran. Das muss auf jeden Fall sein. Bestimmt irgendwie. Bringt mich das dann weiter. So, deshalb würde ich jetzt... Okay. Bringt es noch nicht ganz. Ich glaube, da muss ich nämlich noch was machen. Muss ich wieder eine Kette bilden? Vielleicht? Vielleicht.
Nein, du solltest. Oh, ich habe doch extra das schon so zu dem anderen so geguckt, so. Hier, her damit. Komm. Oh, gib mir das. Pack mal einfach mal dahin. Ich denke mal, das sollte vom Explosionsradius reichen. Dann mal gucken, ist hier noch was versteckt? Na, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie weit geht der Balken runter? Okay, nicht weiter. Aber da oben ist was versteckt. Mit ziemlicher Sicherheit oder so. Das ist auf jeden Fall eine Truhe, zu der ich muss. Da ist der Schlüssel drin. Okay, das hat schon mal nicht gereicht. Ich hoffe, mit dem komme ich da ran. Hallo. Jawohl, das hat gereicht. Sehr schön. Sehr schön. Und dann da oben langlaufen, wo ich dann jetzt gleich lang gehen werde, muss ich auch lang gehen, weil ich sonst nicht zurückkomme, schätze ich. So wird das sein. Aber okay, jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Ja, geil. Geil, geil, so. Och nö, lasst mich in Ruhe, ja Kackviecher. Hier, kriegt Krähen zum Spielen. Ihr kriegt Krähen zum Spielen. Ziemlich keinen Bock auf Skarabäi. Okay, anscheinend, nee, man hoch muss man da auf jeden Fall nicht. Um rüber zu kommen. Der Weg hoch ist also nur optional. Da hinten die Truhe hätte ich gern. Hier komm, machen wir kurz diesen da. Wie komme ich an die Truhe da? Ach nö, da komme ich noch nicht ran. Das ist doch doof. Ist das doch. Ah, so, ja, gut, so also komme ich daran. Dann irgendwann. Das sollte man nicht unbedingt machen. Ist mir gerade so aufgefallen, dass es gar nicht so gut ist. Hier, komm, auf die Fresse. Oder auch nicht. Ich wollte echt gerade im Fall meine Krähen rausholen, aber ich fürchte, ich habe wohl was falsch gemacht. Alter. Okay, ich glaube, ich mache wieder diesen hier. Die nerven mich ja sonst doch ein bisschen zu derbe ab. Ich weiß nicht, ob ich die gerne von denen überhaupt Leben wieder kriege, wenn ich sie so zerstampfe, wäre natürlich cool. Kann aber auch sein, dass nicht. Und auch wenn nicht, ist ja egal. Ist auf jeden Fall einfacher als so lästig drumrum zu fuchteln. So, egal. Gut. Dann jetzt hier lang. Nochmal hoch und dann aber einen anderen Weg nehmen. Nämlich hier rüber. Dich. Und springen. Gut. Wir haben den Schlüssel. Mehr gibt es hier dann wahrscheinlich nicht zu holen. Na, doch die eine Truhe da. An die muss ich mich echt erinnern. Irgendwann, wenn ich dann die Möglichkeit habe, reinzukommen. Was hoffentlich alsbald sein wird. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier mache ich ja bestimmt irgendwas. Oder ob es einfach nur der ganz normale Weg zurück ist. Okay, jetzt bringt mir wirklich nichts mehr. Nicht mehr. Komm, nee, dann laufe ich so lang, da muss ich nicht nochmal darüber klettern, das ist dann. So ist das dann noch einfacher, so rum, ja. So. Dann jetzt, gibt es hier hinten noch irgendwas? Nö. Also da dann bestimmt würde, aber. Hier, Türe öffnen. Ja, keine Ahnung, ich habe Sprachbugs. Dezent einfach nur, also wirklich merkt man kaum, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, wüsste das auch keiner. Aber ja. Aber ja, so. Hier muss auch irgendwas Cooles sein. Irgendwas. Ich will cooles Zeugs. Super cooles Zeugs. Ja, nicht Skelette hier. Skelette sind uncool. Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind die auch cool oder nicht, aber mir egal. Die gerade sind auf jeden Fall nicht. Auch wenn es eventuell irgendwo welche geben mag, die cool sind. Ich guck mal kurz im Inventar. Ich habe doch wieder neues Zeugs gekriegt. Was können die? Oh, die geben sogar genauso viel Erfahrung. Weniger Verteidigung, aber mehr kritischer Schaden. Ist mir wichtiger als die Magie, muss ich ehrlich sagen. Ja, komm hier. Nee, die sind nicht so geil. Und was machen die? Die sind quasi eine bessere Version davon. Sind aber beide nicht so gut. Also werde ich das alles jetzt hier in die Sense stecken. Hallo, du sollst. Ah, Mann, ich war auf der falschen Sense. Stopp mir einfach jetzt hier alles rein. Ist doch egal. Fast gereicht, nicht ganz, aber egal. Eine Waffe noch. Also eine, die nicht nur normal ist. Okay, Fährmannsmünze.
immer so super verstecke, aber trotzdem habe ich vorher eine übersehen gehabt, bevor ich sie dann geholt habe, aber ja, ne? Ihr wisst schon. Ich hätte aber lieber Relikte, da kriege ich bestimmt richtig Geld für. Also so richtig so, bam. Oh, hier kommt ein Räumelchen mit zwei, drei Skelettelchen. Ich habe schon fast wieder das halbe Level voll, das finde ich ja schon recht gut. Äußerst erstaunlich. Nein, nicht äußerst, aber das war schon recht erstaunlich auf jeden Fall. So. Alles einsammeln, dann gibt es da hinter der Statue eine Truhe. Ne, gibt es nicht, aber da muss ich irgendwie hochkommen, da gibt es eine Truhe. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich? Kann ich mich da einfach hochschwingen? Wahrscheinlich, ja, komm hier. Diesen da. Hallo, du sollst. Okay, irgendwie doch nicht diesen da. Oder muss ich noch ein bisschen näher ran? Könnte auch sein. Ich weiß es nicht, aber irgendwie. Ah doch. Oh Mann. Wie ich das wieder alles hier nicht sehe. Geht ja auch gar nicht. Okay. Ja. Ich muss halt da lang. Aber hier komme ich nicht lang. Solange das kaputte. Das hier ist, oder? Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass ich jetzt hier einfach hin kann. Wenn welchen Sinn hätte sonst, dass das hier ist. Also muss ich jetzt hier irgendwo Bomben finden. Ah, hier sind die Bomben hinter. So einfach geht das. Nein, ach Quatsch. Das war so ein super Versteck. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Aber habe ich das tatsächlich fast übersehen. Aber wer sucht, der findet. So, dann. Hier ist aber auch nichts weiter, wa? Hallo, warum läuft der denn weiter, ey? Der hat für ein Problem gehabt. Hat sich gerade irgendwie meine Tastatur festgeklemmt gehabt oder so. Kann gut sein. Was gibt es hier oben? Hier oben gibt es auf jeden Fall Truhen. An die da. Die anderen kommen hier noch gar nicht ran, wa? Scheint mir leider fast so. Irgendwie muss ich aber rankommen. Irgendwie. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das war. Ja, ich glaube, ich weiß, wie das war. Da muss ich im Zweifel gleich nochmal hin. Oh gut, nicht ganz runtergefallen. Aber hier bin ich hingekommen. So, hier Skelett. Bam. Mit krassem Finisher quasi. Also wir haben weniger als Finisher. Und mal gucken, hier komme ich auch nirgendwo hoch. Gut, dann gehe ich erstmal raus da. Oh, jetzt kommen noch mehr. Ich keinen Bock drauf. Aber wahrscheinlich war ich einmal quasi kurz draußen aus dem Gebiet. Und deshalb hat er jetzt wieder neue Gegner gespawnt. Aber egal. Ja, hier die Skelette sind jetzt nicht so der Burner. Wie man sieht. So, hier ist nichts weiter. Immer gucken, ne? Es kann überall was rumliegen. Zur anderen Ecke natürlich auch noch gucken. Kaboom. Dann reiten wir jetzt erstmal hier rüber, da oben. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon hinkomme. Aber ich denke, ich werde es mal versuchen. Was gibt es hier? Ich muss also da lang. Dann gehe ich erstmal nach da. Also, allzu viel kann ich auch noch nicht machen. Aber zwei, drei Sachen kann ich schon lösen. Ja, da runter gehen lohnt sich noch nicht so sehr, glaube ich. Da komme ich durch die Tür, glaube ich, noch nicht durch. Aber hier wollte ich hin. Ich hoffe, ich habe schon alle Items, dass ich da nochmal her muss. Ich habe jetzt keinen Bock auf die ganzen Skelette. Irgendwie. Also, klettert euch einfach hoch. Zum Glück sind die zu blöd zum Klettern. Gott sei Dank sind die zu blöd dafür. Dazu. Nein, tot. Hier nicht umdrehen und so. So ist gut. So ist brav. So ist das brav. So. Und dann gucken wir mal. Da ist irgendwie. Das ist doch genau das Symbol vom Seelenlenker da, von dem Labyrinther, oder? Ich glaube schon. Wie auch immer. Anscheinend. Ja, aber ja. Das kann ich gleich regeln, glaube ich. Oder demnächst. Es war hier noch eine heilige Schriftrolle da.
Jetzt geht's noch weiter nach oben, genau. Genau. So war das. Hier ist noch nicht auch. Okay, das wird. Ah, ich denke mal, das wird sich dann irgendwie gegenseitig helfen. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier das erstmal drehen. Und jetzt öffnet sich da hinten was. Jetzt komme ich da zur Truhe. Oder zumindest zu dem Stuhl-Menschen. Ja, das ist ein Stuhlmensch. Nein, 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 das war falsch, das war falsch. Aber wenigstens kommt die Zwischensequenz nicht nochmal. So, und dann habe ich ja, wird sich ja dann. Kann ich ja auf der anderen Seite auch nochmal den Stuhl drehen. Dann geht hier vielleicht auch irgendwo was auf. Mal gucken. Irgendwas wird sich hier öffnen. Zu irgendeiner Truhe komme ich dann. Kann ich einfach hier vorne runterspringen? Wär ja praktisch. Wahrscheinlich aber nicht. Ja, nee, eher nicht so. Na toll. Na toll. Aber egal, dann reiten wir jetzt nochmal kurz darüber. Schnellste Weg nach unten, den haben wir. Also einigermaßen schnellsten Weg haben wir genommen. So. Die abgestürzte Brücke sieht so aus, als ob da was drauf sein könnte. Damit sowas habe ich gerechnet. Eine Seite wäre mir natürlich lieber gewesen. Ist ja klar, aber ja. Man kann ja nicht alles haben. Ist auch wieder schlimm, ich mal überhaupt zu meinem Missionsziel kommen, wenn ich gerade hier noch so ewig hin und her, oder knapp eine Stunde schon, wenn man das Synchronisieren abzieht. Das Skelett hat eigentlich keinen Bock. Hier, nee, Kleinvieh macht auch Mist und so, aber egal. Gerade keinen Bock auf Kleinvieh. So. Also hier nach oben. Und dann mal gucken. Dann drehen wir erstmal gleich das Figürchen. Und wir gucken erstmal gucken, was hier so gibt. Erstmal alles looten. Uiuiui. Unmöglich. Da, ich wusste doch. Irgendwas hatte ich hier im Augenwinkel gesehen, irgendwo. Sehr schön, aber ein Stein des Widerstands. Yeah. Und ab zum Drehen. Und noch eine Runde. Oder noch ein Viertel. Und jetzt ist das hier beides so voll krass, super strahlig. Da macht sich das da auf. Jawohl. Aber oben noch nicht, aber ja. Die haben sich auch aufgemacht, also macht man das da oben mit dem Knöppel auf. Gut. Dann hätten wir das gleich soweit, wenn ich dann wieder da bin. Kann ich jetzt wenigstens runter. Ah, dass man hier noch runterspringen kann. Oh, doch, kann man. Kann man, nichts gesagt. Ich habe diesmal nicht gemeckert. So. Dann mal gucken. Ja, die ganzen Skelette gehen jetzt wirklich sonst so vorbei. Die sind jetzt nicht so wichtig. Oh, guck mal, das haben wir auch fast übersehen. Das werden wir uns dann auch gleich besorgen. Nicht hier. Zebra, fertig wegschicken. Aber hier habe ich auch nicht so genau mich umgeguckt wegen der Skelettkrieger. Weil ich keinen Bock auf die hatte. Dann machen sie jetzt halt nochmal fertig. Hier, du auch. So. Also. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Fährmanns Münze, Plakette, wie auch immer. 41 haben wir schon, meine Güte. Die müssen wir auch mal ausgeben. Aber dafür brauche ich halt noch Geld. Also normales Geld. Und das spare ich halt momentan lieber dann für Moves auf. Ich weiß nicht genau, wann ich zu dem nächsten Move-Tutor komme. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen. Ich weiß auch noch, wo der ist, aber ich weiß halt nicht genau, wann ich dahin komme. Soweit ich das noch weiß, weiß ich das nicht. Ja, hier springen. So, dann looten wir jetzt erstmal alle Truhen ab und danach holen wir uns noch die Truhe da oben. Die looten wir natürlich auch. Aber ja, so, was haben wir hier? Blaue Stiefel. Yeah. Hoffentlich kriegen wir ein bisschen geilen Scheiß. Ich kann nicht. Ich kann auch keinen Trank nehmen, weil ich gerade versucht, um mein Inventar dann, also um die Möglichkeit zu schaffen, den zu nehmen, aber ging nicht. Ja, ist offen, ich weiß. So, ich höre auch irgendwie kein Klicken oder so. Hätte nämlich sein können, dass es das auf Zeit geht. Das hätte ich mir gut vorstellen können.
Hat sich jetzt aber nicht so angehört, also hier ab nach oben. Und ja damit. Hoffentlich ist was Geiles drin. Auch nur blaue Schuhe, meine Güte. Die haben es aber mit ihren blauen Schuhen. Dann gucken wir mal. Wir haben eine neue Sense. Gesundheit bei kritischem Treffer. Okay. Blitzschaden macht es auch noch. Ne, Eisschaden. Und Blitzschaden nicht. So. Blitzschaden macht die, die ich gerade habe. Ja, hier nur ein Hammer, der nicht so geil ist. Handschuh. Oh, lila. Ist das eigentlich blau oder lila? Was ist besser? Ich weiß es gar nicht. Gibt aber nicht Erfahrung und das ist mir da lieber als Geld. Die sind aber gut. Die geben mehr Geld und Erfahrung. Nehmen wir mal die. Ich meine, die würden zwar für Schaden und sind besser sein, aber meh. Das Amulett, das kann nicht so viel. Und hier, ja, wow. So, die kann ich noch mal einmal verbessern. Hauen wir das rein, was wohl. Oh, hier, kritischer Schaden. Chance auf kritischen Schaden. Komm, den Hammer hauen wir. Hauen wir den Hammer rein? Den Hammer hauen wir. Meine Stimme versagt schon langsam. Den Hammer hauen wir rein. So. Gesundheit oder kritischer Schaden? Jetzt machen wir die Gesundheit. Jawohl. Weil die Gesundheit etwas höher gebracht. Und dann bin ich jetzt hier auch fertig. So in etwa erstmal.